Moin, ich bin Dagmar Nichowski und das ist meine One-Minute-Homilie zu einem gelungenen Anfang. Der erste Satz muss sitzen. Das ist genauso entscheidend wie schwierig. Ihn aufzuschieben ist verlockend. Prokrastination kennen die meisten. Johannes der Täufer setzt einen gelungenen Anfang. Er ist die Stimme in der Wüste, die ruft, bereitet dem Herrn die Wege, ebnet ihm die Straßen. Den Herrn den Weg bereiten, Weihnachten den Weg bereiten, das braucht es auch heute. Ein Anfang kann damit gesetzt werden, dass ich mir bewusst einen Moment der Stille im Tag einräume, dass ich bewusst Kontakt suche zu einem anderen Menschen, bewusst dankbar bin oder etwas lasse, was im Weg steht. Es sind kleine Schritte, die den Anfang machen. Welchen willst du setzen? Schreib's gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir einen gelungenen Anfang.